Nice, das hat funktioniert. Okay, du bist Laberbübbelchen. Dann machen wir doch mal Folgendes. Du gehst wieder in die Box. Weil ich muss mal eben ein bisschen sortieren. Du nach da. Du zurück ins Team. Nee, warte, ich will hier oben anordnen. Ihr seid doch alle kaputt. Sagt ausgerechnet Mr. Husti. Bevor ich es wieder vergesse, ich mache das jetzt mal eben. Ich habe mich bisher noch nicht gespeichert. Habe ich es gespeichert? Dieses typische habe ich gespeichert? Okay, ich habe gespeichert, gut. Unfassbar schwere Rätsel. Das ist der lahmste Effekt aller Zeiten. Okay. Der nächste Versuch. Bleib einfach in dem Ball, bitte. Come on! Scheiße. Hätte ja klappen können. Einfach mein Handy schon weg von mir. So. Okay, ich muss dich irgendwie anhauen, um dich runterzukriegen, hä? Ich weiß halt gerade nicht, was ihn vielleicht nicht auf Anhieb tötet. Oh, war Kampf gut gegen Eis? Kampf. Nee, Kampf ist normal, okay. Hoffentlich tötet sich das nicht. Das ist sehr effektiv. Okay, es hat noch irgendwas anderes. Schön. Du hast vergessen, Resin auszugeben. Weil ich... Dann wird's knapp mit der Daily, oder? Ich meine, du hast Zeit bis 4 Uhr nachts. Aber könnte trotzdem knapp werden. Das bleibt niemals dran. Oh, natürlich. Außer ich krieg natürlich den Perfect Catch, weil Riesens. Okay. Ja, jetzt habe ich nur noch die Doppeltür, ne? Okay. Yep. Okay, ich meine, eigentlich müsste ich in einer Viertelstunde weg, aber eigentlich will ich jetzt zumindest den letzten Giganten-Step hier machen, weil ich... Ja, Bird-chan, ich höre dich. Wir folgen mal Bird-chan. Wo ist Bird-chan hin? Das Vieh ist wieder irgendwo gespawnt und irgendwo hingeflogen und ich weiß nicht wohin.
hasse das. Ist diesmal genau über mir gespawnt. Maybe ist das noch hier oben? Maybe. Wo war es das letzte Mal? Nicht hier, sondern ein Stück weiter. Hier hinten war es irgendwo. Richtig, und dann links? Upp, upp. Ja, hier war es das letzte Mal, aber diesmal ist es nicht hier. Oh, hier liegt noch ein Pokéball. Danke, Spiel. Ich hasse diese Bird-Mechanik. Die ist richtig nervtötend. Ich konnte halt nicht sehen, wo das Vieh hinfliegt, wegen dem scheiß Schnee. Fucking hell. Wo geht's hin, einkaufen? Bevor die hier gefühlt alles abriegeln. Ich finde es natürlich nicht mehr scheiße. Weil es ist noch nicht offiziell ein Risikogebiet. Aber, soon. Wahrscheinlich Montag. Obwohl, nee, wie war das? Mit Kram und überhaupt kann das hier frühestens irgendwie... keine Ahnung. Ihr seid bei 47. Wir waren... Boah, lass mich nicht lügen. Wir waren Freitag bei 27. Und gestern waren wir irgendwo, ich glaube, 42, 43. Das wird schon hier, maybe? Du Scheißvieh. Boah, ich hamstern sich schon wieder. Also hier glaube ich bisher noch nicht. Also zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Ist Birdie wieder hier? Nee, Birdie ist nicht hier. Andere Seite, maybe? Glaube ich nicht. Nee, sonst hätte ich sie ja gesehen. Doch! Guck es dir an. Da sitzt er. Okay, du Motherfucker. Diesmal Rematch. Meine Pokémon-Folge halt. Du bräuchte... lass mich überlegen. Eis, Eis, Eis. Nee, doch. Doppelkick müsste gehen. Okay. Hallo, Bird. Der da. Komm, attack mich. Das könnte eine Weile dauern. Weil zwei Packungen Nudeln ist halt dumm. Wie weit kommst du denn mit zwei Packungen Nudeln? Nicht so weit. B.
Bitte warten Sie 3 Jahre, bis ich dieses Pokémon liebevoll in die tieferen Zahlen geschlagen habe. Kann sich nur um Jahre handeln. Fuck. What the fuck is this? Okay. Cool. Oh, Dori, das hier ist noch harmlos. Das hier ist noch sehr harmlos. Die komischen Dynamax-Fights sind vollkommen übertrieben. Und dabei sind die eigentlich sogar noch langweiliger als das hier. Hättest du ja ruhig mal mit einem HP überleben können, Relaxo. Womit attackt er mich meistens? Psycho, ne? Overdrive wird ihn halt one-shotten. Welches? Das, was ich habe? Das ist ein Riffex. Riffex ist cool. Ja, das ist basic. Das Lustige ist, das gibt es in 2 Gitarren, weil das ist so ein Rock-Pokémon. Und es gibt so eine Variante mit quasi, die einen Bass darstellen soll, so ein Elektro-Bass. Und die andere ist irgendwie eine Elektro-Gitarre. Das ist total bescheuert. Ja, ein Hit kriegst du definitiv noch rein. Und jetzt kommt wieder der Hyperblick aus der Hölle. Yep. Bitte bleib einfach drin. Das wäre super. Nope, natürlich nicht. Wäre zu einfach. Psycho hat keine Wirkung auf mich. Come on. Das gibt's nicht. Dann kann ich mir aber zu trinken einschütten. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich versuche, in diesem Spiel Pokémon zu fangen, habe ich Angst, dass mir die Bälle ausgehen. Echt jedes Mal. Weil die Fangraten sind einfach unterirdisch. Ich weiß nicht, was schlimmer sind. Fangraten in diesem Spiel oder Gacha-Raids in Genshin. Eins von beiden. Ich glaube, die Genshin-Raids sind besser als die Fangraten hier. Ich glaube, wir haben noch nicht getestet, ob Elemental Mastery einfach so den Elemental Damage erhöht. Nee. Weil wenn du unter Details guckst, steht ja... What the fuck, dude?
Steht ja quasi drin, dass es nur die elementaren Reaktionen von verschiedenen Elementen untereinander erhöht. Das heißt quasi, es erhöht nur den Schaden von, weiß ich gar nicht. Was haben wir alles? I don't know. Von Mild, Overconduit, etc. pp. Hey, du bist echt mein letztes Pokémon. Okay, cool. Dann sollten wir mal irgendwie einen Deckup hochziehen, ha? Huh? Joink. Na gut, dass ich so hohe Psycho-Defense hab. Aber ich glaube nicht, dass, dass das Elemental Damage direkt erhöht. Weil ich habe Elemental Mastery auf meiner Mona und die macht genauso viel Schaden wie vorher. Ja, mein Pokémon tropft, weil mein Pokémon basically aus Gelee besteht. Das ist quasi ein Gelee-Drache. Natürlich schön, mir gehen echt die Bälle aus hierfür. Ja, es ist quasi das Gummibärchen, was dahin schmilzt. Ich kann es halt nicht nochmal angreifen. Nee, ich kann den Pokémon hier keine, ich... In Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu ging das mit den Bären, aber hier geht's nicht. Hier ist einfach nur Bälle werfen und hoffen, dass es irgendwann drin bleibt. Es kann nicht fliehen, nee. Also beziehungsweise es kann fliehen, ja, aber dafür müsste ich es quasi kaputt hauen. Das ist das, was mir eben schon mal passiert ist. Weil ich es eben aus Versehen schon mal einmal gewonshottet habe. Ja, wenn es one-shot, das haut es einfach ab und taucht dann später wieder auf. Ich habe halt auch noch nie verstanden, was dieser Schwachsinn mit super low Fangrate soll. Werde ich wahrscheinlich auch nie. Ich meine, ich könnte jetzt Body Press versuchen, aber ich gehe davon aus, dass Body Press es einfach nur töten würde. Hey, ich habe ja noch 42 Bälle. Hab ja erst 20 Bälle oder so gebraucht. Das ist gerade mal einer von drei Vögeln. Come on! Motherfucker! Mist, das war knapp! Ich glaube, das ist einfach die Pokéball-Technologie, die nicht funktioniert. Also, du musst einfach so einen Pokéball nehmen, ja, und sobald er zuschnappt, weißt du, musst du einfach. Der Trainer dahin laufen mit Duct Tape, weißt du, und einfach so direkt schnell um den Ball drum. Bleibt garantiert drin.
Das hier fängt an, richtig. Ja, genau, ich bin verwirrt. Ist klar. Kann ich nicht einfach so mehrere Bälle werfen auf einmal, so 20 Stück oder so? Ich meine, wenn es nicht da drin bleibt, ich habe noch 300 Luxusbälle. I'm fine. Ich habe Zeit. Geschäfte haben bis 21 Uhr offen. Lanti, den Witz habe ich eben schon gebracht. Und ich bin inzwischen der Meinung, dass die Fangrate hier schlechter ist als die Gacha-Rate in Genshin. Lanti, weißt du schon, wann wir heute Abend los wollten? You always were a kidder, Steve. Oh, it's unfortunate. Oh, wie war das gestern noch bei Dings? Zwischen 8 und 9 irgendwann, okay. Wie war das noch gestern mit dem, oh, it's so unfortunate if Coworker dies. Fucking dämlicher Bullshit, ey. So mit der neutralsten Maus. Da kommt auf einmal ein Lücker da. Ist das Akro schon anwesend oder was? Nee, Lanti ist nicht in NRW. Was will der in NRW? Hier ist doch nix. Okay. Ja, ich müsste das eigentlich auch so. Ja, 8 müsste ich hinkriegen. Ich glaube nicht, dass ich eine Stunde beschäftigt bin. Obwohl, kommt drauf an, was für Zustände gleich beim Einkaufen herrschen. Mein Gott! Arctos hat. Was? Es hat einfach aufgegeben. Warum kriege ich plus 0? Alkohol-Bullshit? Psychoflug. Aha. Wie sieht denn der Minisprite davon aus? Du hast Arctos gefunden, eins der legendären Vögel aus den Notizen. Yay. Yay. Gott, die schmeißen halt mit Legendaries um sich in diesem DLC, ist der Wahnsinn. Das ist echt absurd. Okay. Step 1. Ich muss. Weißt du, was wir machen eben folgendes? Wir gehen mal eben. Oh Gott. War das hier? Also entweder war es Engine City oder es war Claw City. Eins von beiden. Ich glaube, es war hier. Ja, hier ist nämlich der Attackenbohr. Okay, Step 1. Heil die zuerst mal. So, dann gucken wir doch mal, ob mein Elektro-Tic-Tac vielleicht. Irgendwie. Irgendein Zahn lernen kann. So Superzahn oder irgendwas. Ah, das war die falsche Dings, ja. Ja, nein, okay. Nee, es hat nichts in der Richtung, schade. Ah,
Okay. Wenn ich hier bin, sollte ich vielleicht Bälle kaufen. Lass mich das mal, weiß ich nicht, so 150 Luxusbälle verticken. Wo sind Bälle? Da sind Bälle. Mach mal. Ja, mach 150. Okay, das. So. Und dann würde ich gerne Hyperbälle kaufen. Hat zwar keine Ahnung, wo ich die hinstecke, aber schon. Okay. Und jetzt holen wir uns das letzte davon. Wo war das? Nee, nicht Schneeschlucht. Hier war das, richtig. Drei Wege passt. Ja, geh weg. War das nicht hier? Wait a second. Ach, es war hinter mir. Sowas brauchte ich Elektro und Feuer, ne? Achso, nee. Ich brauche alle drei Giganten, okay. That should not be a problem. Weil ich die hier eben schon angeordnet habe. Irgendwie. Da ist Regisart. Wollte gerade sagen. Okay, warte mal. Jetzt erstmal eben hier sortieren. Du nach da. Du nach hier. Und dann brauche ich gerade in meinem... Warte mal. Du nach da. Und dann brauche ich dich in meinem Team. Ja, das ist nicht mein Team. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja. Also der ganze Spaß nur, um die Tür aufzumachen. So, jetzt können wir die wieder tauschen. Na, ja doch, richtig. So. Wunderbar. Warum zeigt er mir das an, hä? Ja, das sind die beiden Dinger kombiniert, oder nicht? Hä? Als ob ich da nicht drüber gelaufen bin. Oh, ich muss mich entscheiden. Oh, I see. Ich muss mich quasi entscheiden zwischen Elektro oder Feuer. Und das wäre Elektro. Und das wäre Feuer. Oder auch nicht. Bin ich dumm? Anscheinend. Baba, Dori. Elektro ist. Oh, eben safe. Ich meine, die smarte Idee wäre natürlich, ne? Man würde jetzt erstmal nachgucken, welches Pokémon was ist. Warum hat das andere nicht funktioniert? Kann ich nur Elektro haben? Kann ich nicht Feuer haben? Wait a second.
Ha. Ich kann nur Elektro haben, hä? That doesn't work. Interessant. Oder bin ich bescheuert? Kleinen Moment. Bin ich beknackt? Nee, bin ich nicht. Oh, wait a second. Das hier müsste Feuer sein. Ist es aber nicht. Ich kann das Feuersymbol nicht bilden. Das heißt, ich bin quasi locked auf Elektro. Let's see. Oh Gott, wie hieß die bescheuerte Seite? Cerebri hieß die. Die mit dem unglaublich... Cerebri? Celebri? Hieß die nicht Cerebri? Gott, wie hieß denn diese englische richtig scheiß... Ich glaube, die hieß Cerebri.